Also, wir sind unterwegs, gehen jetzt essen, gibt einen Firk Burger, Attraktion in Neuseeland, in Queenstown. So, der nächste Morgen hier an unserem Campingplatz. Auch mega der geile Campingplatz hier. Direkt am See. Und wir fahren jetzt nach Queenstown. Und ich glaube, Queenstown wird cool. Also solche Schilder stehen hier immer überall, wenn es gefährlich wird. Und es soll anscheinend richtig eisig sein, die Straße jetzt Richtung Queenstown. Die 6, Highway 6. Und mal sehen. Also wir sind in Queenstown angekommen, aber wir haben keinen Campingplatz bekommen. Also eher gesagt, die sind alle sauteuer, kostet $25 pro Nacht auf dem Campingplatz. Deswegen sind wir heute im Hostel, heute und morgen. The Flaming Kiwi Backpackers heißt es. Sieht ganz cool aus. Ich zeige es euch nachher auch mal ein bisschen von innen. Also ich bin in meinem Schlafzimmer. Hier hinten ist mein Bett. Das ist Tim. Nein, Timo. Ja. Und wir gehen jetzt gleich noch auf so einen Berg. Bisschen Aussicht angucken über Queenstown, vielleicht ein paar Bilder machen. Ja, gerade hier meine Sachen in dem Spind eingeschlossen, alles am Aufladen. Und ja, dann sieht man sich gleich auf dem Berg. Also, wir laufen jetzt zu der Gondel. Also, wir fahren nicht mehr der Gondel, wir laufen den Weg, weil die Gondel kostet $30. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile 5 Leute, noch 2 Deutsche eingesammelt im Hostel und einen aus den Niederlanden. Ja, und dann lassen wir uns jetzt mal da den Berg besteigen. Aber es ist nur eine Stunde hoch, eine Stunde wieder runter. Ja. Gar keinen Bock. Ist doch beschissen. Ne? Ja, warum tue ich mir das immer wieder an? So, wir sind ungefähr auf halber Höhe. Kleine Aussicht da hinten, richtig lässig. Und mal sehen, wie es von ganz oben aussieht. Eigentlich ganz cool. Aber nichts Besonderes. Nichts Besonderes für Neuseeland auf jeden Fall. Ja klar, extreme Hobbits hier im Wald. Geil. So, wir sind hier gerade noch so an der kleinen Aussichtsplattform. Hier unten sieht man Queenstown. Schön die Berge, richtig fetzig. Wo unser Hostel ist, weiß ich jetzt leider gar nicht. Hier unten kann man noch fett Bungee jumpen und da ist auch die Seilbahn. Aber alles zu teuer, alles zu teuer. Simon hat kein Geld. Deswegen gibt's nix. Vielleicht morgen Jetboot fahren, aber. Kein Geld, Jetboot fahren. Kein Geld? Ja. Ja, aber echt cool hier oben. Fast genauso wie Wanaka. Ist echt lässig. Lohnt sich, wenn ihr hier seid, auf jeden Fall hier hochkommen. Also, wir laufen wieder zurück. Waren jetzt oben, die Jungs hier haben sich alle noch eine heiße Schokolade gegönnt für $5. Die sind doch verrückt. Ich weiß nicht, wie sich denen sowas einfallen kann. $5 ist ein Abendessen, aber naja. Also, wir sind unterwegs, gehen jetzt essen, gibt einen Firk Burger, Attraktion in Neuseeland, in Queenstown. Auf jeden Fall Firk Burger essen. Bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Und wir müssen wahrscheinlich eine halbe Stunde warten. Da ist anscheinend immer eine Mega-Schlange davor. Ja, dann sieht man sich gleich bei unserem leckeren Firk Burger. Also wir sind jetzt beim Firk Burger Shop und die Schlange ist relativ lang. Das heißt, wir können eine halbe Stunde warten, aber läuft. Probieren muss man den, glaube ich. So, man bekommt hier die Speisekarte schon in der Schlange. Auch nicht schlecht, kann man sich schon mal aussuchen, was genau man essen will. Ja, also ich nehme Double Firk with Cheese für, glaube $15 sind 11 Euro, nee, 9 Euro. 9 Euro passt. So viel Geld habe ich gerade noch so auf der Bank.
Also wir haben es fast geschafft. Stehen schon so halb im Laden drin. Ich hole mir auf jeden Fall einen Double Birch Burger mit Cheddar Käse. Ja. Ja. Der kann kein Deutsch und er meint, er müsste jetzt hier immer ja und ja klar. I can't speak German. Birch Burger am Start. Ich packe ihn aus. Zieh mal. Also, der Burger sieht mega geil aus und ich hab so Hunger. Ich knall mir den jetzt so rein. Also, der Burger ist verhaftet. Wir sind jetzt hier gerade noch ein bisschen einkaufen. Laufen hier gerade beim Bier rum. Ich kaufe mir hier so Blasenpflaster. Die kosten einfach mal $9,20 für so 4 kleine Pflasterchen. Echt übertrieben teuer, manche Sachen hier. Und ja, die Jungs kaufen noch ein bisschen Bier für heute Abend. Ich bin raus, mir zu teuer. Und ja, der Burger war echt gut. Lohnt sich auf jeden Fall essen gehen, wenn ihr hier seid. Und ja,